Waldbrände breiten sich durch eine Kombination der Faktoren Wind, Vegetation und Gelände aus. Der Wind facht die Flammen an, beeinflusst die Richtung des Feuers und schleudert Glut und brennende Partikel durch die Luft, die die Flammen über Straßen oder Feuerschneisen springen lassen. Pflanzen sind der Brennstoff. Je trockener ein Wald, desto schneller breitet sich das Feuer aus, mit bis zu 5 km pro Stunde. Das gilt auch, wenn der Wald besonders buschig ist, vor allem wenn das Unterholz nicht regelmäßig gerodet wird. Ein Teppich aus trockenen Blättern ist der perfekte Brennstoff. Bergauf breitet sich ein Feuer schneller aus, während es bergab langsamer wird. Gefährdete Gebiete werden rund um die Uhr aus der Luft überwacht. Sobald ein Feuer entdeckt wird, werfen Treckerflugzeuge eine Flüssigkeit ab, die feuerfestes Salz enthält, um den Brand einzudämmen. Wenn sich das Feuer doch ausbreitet, fliegen Löschflugzeuge über das Gebiet. Sie können bis zu 6000 Liter Wasser laden. Am Boden werden die Feuerwehrleute von einem Befehlsstand koordiniert, um sicherzugehen, dass sie nicht durch die herabstürzenden Wassermengen verletzt werden. Es gibt zwei Strategien gegen Waldbrände: offensiv, wobei die Feuerwehr so nah wie möglich an die Flammen geht und sie umzingelt, oder defensiv, die Feuerwehr wartet darauf, dass der Brand sie erreicht und schirmt gefährdete Gebiete mit Löschfahrzeugen ab. Ranger können unter Aufsicht der Feuerwehr Brände entzünden und so Feuerschneisen entstehen lassen, die das Feuer aufhalten. Diese Technik wird vor allem in Kanada und in den Vereinigten Staaten verwendet.